Ja, hallo und guten Tag zusammen. Vorweg gleich kommen gute Nachrichten, obwohl ich muss leider dann doch mit zwei schlechten Nachrichten anfangen. Das Dschungelbuch und die Weihnachtsgeschichte, unsere Theaterveranstaltungen im Liesen-Meitner-Gymnasium, müssen leider auch im Dezember ausfallen. Die guten Nachrichten sind, nicht alle Kulturveranstaltungen fallen Corona zum Opfer. Es gibt Gott sei Dank kreative Köpfe in der Kulturszene, auch in Geldern, die schon eine ganze Menge gemacht haben und die noch eine ganze Menge vorhaben. Und eine von diesen kreativen Köpfen habe ich hier links neben, rechts neben mir, von Ihnen aus gesehen links, Daniela Verhoeven von der öffentlichen Bücherei, vor der wir jetzt gerade stehen. Ja, hallo. Kultur in Geldern findet dieses Jahr digital statt. Die öffentliche Bücherei Geldern veranstaltet nämlich Online-Lesungen für jeden Geschmack. Ich muss einmal kurz ausholen. Wir hatten dieses Jahr ein Projekt, das vom Friedrich-Bödecker-Kreis gefördert wurde. Und dort haben Schüler sich in verschiedenen Workshops mit dem Thema Menschenrechten auseinandergesetzt und Kinderrechte im Speziellen. Und als Projektabschluss kommen jetzt halt diese Online-Lesungen, die für jeden sind, unabhängig von einer Projektteilnahme im Vorfeld. Und da haben wir was für jeden Geschmack. Am 30.11. liest Mischa Bach und bereitet uns einen literarischen Cocktailabend der kriminellen Art. Dann eher für Vorschulkinder haben wir am 3.12. Weihnachtliches. Dominik Meurer liest hier aus dem Tannenbaum. Und Abenteuer für die ganze Familie haben wir am 12.12. Björn Behrens liest aus Explorateam. Wie gerade gesagt, die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden können Sie sich ganz einfach per E-Mail an bücherei-geldern@bistum-münster.de. Und es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, die die Kulturtreibenden in Geldern vorhaben. Wir berichten natürlich weiter auf Facebook und freuen uns an dem, was wir alles haben, nämlich zum Beispiel unseren tollen Weihnachtsbaum und ein bisschen Flair durch die Schausteller, die uns mit Bratwurst und leckeren Waffeln auf dem Markt beglücken. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.